Hallo, komm rein! Frohla in the City 2020, eine Faschingsveranstaltung, die der von Leitner Hauptplatz schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat, hat die Massen angezogen. Angeführt von Bürgermeister Johannes Wagner konnte das Frohla in the City Team an diesem Tag über 1000 Besucher und Mitwirkende am Hauptplatz begrüßen, die das Zentrum der Stadtgemeinde in ein einzigartiges Faschingsspektakel verwandelten, das wohl einzigartig ist in unserer gesamten Region. Ja, ich darf heute begrüßen beim Faschingsdienstag am Hauptplatz Frohla in the City, zweite Auflage, unseren Präsidenten des Faschingsclubs von Leiden, Reiter Harald. Lieber Harry, was sagst du zu der Stimmung, was sagst du zu dem heutigen Ereignis? Vollauf zufrieden, also wir könnten uns nichts Besseres wünschen. Für Nachwuchs ist in Frohla Leiden auf jeden Fall gesorgt. Und für den Nachwuchs sorgte unter anderem Sabine Marak von der NMS, die alle Klassen motivierte mitzumachen. Du kommst aus einer Faschingsfamilie, Fasching lebt in dir und wie wir voriges Jahr gestartet haben, mit deiner großen Mithilfe haben wir das initiiert, das von Leiden City. Was sagst du zum heutigen Ereignis? Ja, es war wieder großartig. Also voriges Jahr haben wir das ja einfach einmal als Versuch gestartet, aber dass das so aufgeht, damit haben wir glaube ich alle nicht gerechnet und das freut mich natürlich sehr. Scharfsinnig wie immer analysiert Kulinariums-Mastermind Burz Grabmeier die Situation. Oh, jetzt haben wir nicht einmal Halbzeit da. Es sind Massen von Leuten da und ich glaube, dass es mit den Kindern eine klasse Veranstaltung ist. Aber der Franz, was in der Hand nimmt, das funktioniert. Angesichts des großen Zuspruchs und des Erfolges schaut Bürgermeister Johannes Wagner gleich einmal in die Zukunft. Ich glaube, die von Leih in der City Nummer 3 Auflage ist so gut wie fix, oder? Ja, das ist nicht nur fix, sondern das ist zu 1000% fix. Das ist sowas auf die Füße zu stellen, Hut ab, da haben wir alle zusammengeholfen. Und ich glaube, dass jeder eine Freude hat. Und das ist, wenn man in die Gesichter schaut, es lachen alle, es sind alle froh und um das geht's. Schließlich waren alle eingeladen mitzumachen. Groß und klein, Kindergärten und Schulen, die auch heuer vor der bunt zusammengewürfelten, aber höchst kompetenten Jury ihre einstudierten Aufführungen absolvierten, die schließlich auch prämiert wurden.
Was voriges Jahr mit der ersten Frohlei in the City Veranstaltung den Anfang genommen hat, entwickelte sich heuer zu einem furiosen Faschingsfinale in Fronleiten, das die ganze Region zum Beben gebracht hat. Also, Frohlei bis 2021!